Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben eben das Vor-Unboxing, ich weiß nicht, ob ich es online schalte, will ich mal gucken, von Beyer Dynamic gemacht, TYGR300R. Also steht jedenfalls auf den Kopfhörern drauf. Ob das ganze Paket jetzt so heißt, weiß ich nicht. Nee, hier steht Team, doch. Achso, nee, hier steht N-Fox USB-Mikrofon. Also Mikrofon ist Fox und Team TYGR heißt das Paket, so wie das aussieht. Weil hier steht auch überall jemand mit Team drauf und so. Und das wollen wir jetzt mal auspacken, Kopfhörer, Mikrofon. Ich richte euch schon mal ein bisschen mehr aufs Paket. Gleich mal ein bisschen ranzoomen. So cool verpackt, also die Umverpackung sieht schon geil aus. Und hier seht ihr dann halt nochmal alles komplett drauf. Die Kopfhörer, das Mikrofon, your Streaming, your Team, your Beyer Dynamic. Und hier oben steht dann halt ein Pressesimpel. Also nicht wundern, hier wird irgendwo, da oben wird Werbung stehen. Logischerweise. Oh, ist ja geil. Also nicht nur einfach so ein im Karton, so ein Plasteding, was du rausziehst und dann, jo, da hast du es. Nein, ist doppelt und dreifach verpackt, was vom Optischen sehr geil aussieht, wenn du hier aufmachst. Haben einmal weiß und orange. Warte mal, ich lasse mal gekippt. Ich glaube, wir kriegen das so auf. Ah, das ist nur eine Pappe. Dann haben wir hier zweimal orange. Dann haben wir hier einmal das. Oh Gott, wartet. Wie kriegen wir das jetzt raus? Irgendwie kriegen wir das raus. Oh Gott. Oh. Und da ist nochmal so ein Lückenfüller drin. Oh, das hat aber schon Gewicht. Das hat schon Gewicht. So. Ich lasse mal den Karton hier hinten einfach stehen. Oh. Und da haben wir dann hier die beiden Sachen drin. Einmal das Beyer Dynamic Fox USB Mikrofon. Das ist sehr gut, dass es ein USB Mikrofon ist. Dann kann ich das auch testen, weil so Umwandler und sowas alles habe ich nicht. Ich habe auch gar nicht den Platz, um das irgendwo hinzustellen. Mein Arbeitsplatz ist nur 80x80. Haben wir das. Und dann haben wir noch das Beyer Dynamic TYGR300R als Kopfhörer. Open Black Gaming Headset. Oh, da bin ich mal gespannt, ey. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Womit fangen wir an? Ene, mene, mu und raus bist du. Fangen wir mit den Kopfhörern an. Sieht ein bisschen aus wie außen, also halt eine Hälfte weiß mit Kopfhörer. Hier steht halt der Name Beyer Dynamic. Auf der anderen Seite steht nur hier Beyer Dynamic. Und auf der Seite halt nur Beyer Dynamic. So. Das sieht sehr schön verpackt aus. Das ist ja auch geil. Hat man hier so eine Schräge. Im Karton ist das praktisch drin, hier so eine Schräge. Und da ist praktisch das Headset dran. Ist da was drin? Nee. Das Headset dran. Und ja, dann kann man sich das hier so. Können wir uns das mal hier so beiseite stellen? Ich weiß noch gar nicht, ob ich zu jedem Produkt ein einzelnes Video mache oder ein komplettes, weil gehört der eigentlich zusammen. TYGR300. Technische Daten. Dynamisch, offen. Herz, 96 dB. 290 Gramm
wiegt das komplette Headset. Oder ist es ein Headset? Ich glaube nur Kopfhörer. Ist ja kein Headset. Oh, und eine Tüte haben wir auch mit bei. Da können wir Name und Adresse. Oh, das ist ja geil. Können wir Name und Adresse raufschreiben? Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ist es nur zusammengefaltet. Ja, es ist nur zusammengefaltet. Das Headset passt komplett rein. Ah, das mit bei Dynamic, da unten steht es auch nochmal dran. Das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde so eine kleinen Gimmicks, wenn man einen Beutel dazu kriegt, eine Tasche, wie man auch dazu sagen möchte, oder ein USB-Kabel oder was weiß ich, wenn da ein Branding drauf ist, so wie hier jetzt bei Dynamic, ich finde optisch für mich, wertet das nochmal auf und ja, finde ich schön. Darauf stehe ich. Aber mit der Adresse raufschreiben, das ist sehr geil. Das ist bestimmt für Pressekonferenzen gedacht, dass wenn man seine eigenen Kopfhörer mitnimmt und seine eigene Capture-Karte oder was weiß ich, dass man dann seine Kopfhörer hier reinpackt und dann mit raufschreiben kann, wer man ist, damit man die nicht durcheinander bringt mit anderen. Und jetzt muss ich das, so habe ich falsch rumgemacht, so rum. Finde ich so geil irgendwie. So. Dann packen wir das mal hier rüber. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Müssen wir mal gucken. Ach, die Kopfhörer. Ach, da. Okay. Das gucken wir uns dann im Hardware-Video an. Ich will nur einmal kurz reinluschern, ob da noch was anderes an Kabelei drin ist. Ein Adapter von Klinke auf diese fette Klinke, was bei Anlagen mit bei ist hier noch mit drin. Aber das gucken wir uns dann alles im Hardware-Video ganz genau an. So. Oh, die sind leicht. Oh, ganz weich. Okay. So. Dann packe ich das mal hier oben hin. So. Und die Kopfhörer hier an der Seite. Und Hardware also natürlich von den Kopfhörern gucken wir uns dann nachher ausführlich an, wie sie verarbeitet sind. Also vom rein vom Optischen sehen sie schon mal top aus. Oh, Alter, wie dick ist denn gepolstert oben? Das ist nicht nur unten hier am gepolstert, da wo jetzt mein Daumen ist, sondern auch hier oben. Seht ihr das? Ja, wir kommen gleich dazu. Jetzt packen wir das Fox aus. Nee, warte mal, wo sieht man es besser? Hier, Fox. Weil ich finde das schwarze Bild schöner. So. Oh, geil. Wir haben hier einen schwarzen Karton drin, wo der nochmal, der matt ist mit Klavier, so Art Klavierlack. Seht ihr das Y? Das ist garantiert für Your Bayer Dynamic. Für Your. So, und dann wollen wir den hier mal aufmachen. Schon sehr edel. Richtig dicker Karton. Dann haben wir hier ein Heft. Von Fox. Listen on Sound und Soundcloud. Da haben wir immer dann diesen Zettel mit bei. Dann natürlich eine Anleitung. Dann ist hier so ein bisschen Styropor oben drauf. Oh, geil, Alter. Leck mich am Arsch. Sieht das geil aus. Oh, da hat man ja Angst beim Rausholen, ey. Wir haben hier so eine Art Popschutz. Sieht man? Warte mal, ihr seht, da ist auch das Y drauf. Für Your, denke ich mal. Ja, unten steht Bayer Dynamic. Könnte Your Bayer Dynamic sein. Das wird dann so rangeklippt. Gesleevte Kabel, guckt euch das an. In Orange, zum Design passend. Find ich geil. Und hier oben beim USB-Kabel auch schwarz und dann geht es hier rein, richtig geil verarbeitet, auch hier unten. Krasse Scheiße, richtig krasse Scheiße. Was haben wir, USB-C oder USB? USB-C so ja.
für eine schnelle Datenübertragung. Geile Scheiße, ey. Dann haben wir... Ach so. Eine Platte, da kann man das dann rauf machen. Kann man das dann irgendwie kippen. Das kann man auch... Ach so, da ist an der Seite... Ist das ein Imbus oder was ist das? Könnte ein Imbus sein, kann ich jetzt schlecht erkennen. So. Da kann man das dann nochmal lose schrauben und dann kann man das obere so ein bisschen ankippen. Jetzt kommen wir zum Prunkstück. Oh Gott. Oh, das hat auch Gewicht. Ich zeige es euch gleich. Ich will nur mal reingucken, nicht, dass wieder irgendwas vergessen wird. Nee, gut. Alter Leute, wie... Und da kommen wir dann zum Mikrofon. Das Fox. Das werden wir uns in einem Hardware-Video ganz genau angucken, wo welcher Knopf ist und was für Knöpfe mit bei sind. Oh, das fühlt sich richtig, richtig geil an. Ach, hier unten ist so ja Gummi. Das kommt dann. Oh, da bin ich am Überlegen, wie ich das am besten... Ich werde es auf jeden Fall vor mir mal stellen. Und dann werden, also praktisch hier drauf, so. Und dann mit Popschutz. Aber ich werde es auch auf jeden Fall gucken, ob ich es schaffe, an mein Mikrofonstativ dran machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt sein muss, dass man es so hinstellt oder ob es auch so funktioniert. Weil wenn es so funktioniert, dann mache ich es hängend an meinen Mikrofonständer. Dann kommt praktisch hier das Biodynamic, das kommt dann hier so ran. So. Und dann hängt es dann praktisch so. Dann kann ich so ein bisschen neigen, dass ich dann so reinsprechen kann. Sieht man das? So neigen. Also da bin ich mal richtig gespannt. Also von, das hat ordentlich Gewicht und es fässt sich einfach geil an. Es ist glatt, aber man hat so von der Optik her, ich weiß nicht, wie ich es euch am besten beschreiben soll. Also das Material an sich ist glatt, aber von der Optik her wirkt es oben so ein bisschen rau, in der Mitte so ein bisschen glatt, unten wieder rau. Da kommt eben Pulverbeschichtung oder sowas in den Kopf und man weiß, es ist glatt, man fühlt, dass es glatt ist, aber irgendwie denkt man, oh, ich habe Pulver an der Hand. Ja? Was nicht so ist, also ich weiß nicht, wie ich euch beschreiben soll. Es sieht jedenfalls richtig, richtig geil aus. So, dann packe ich das mal hier wieder rein. Das war gleich die Hardware-Videos dazu machen können. Ich bin jetzt schon ein bisschen auf die Hardware drauf eingegangen, ich weiß, aber wir werden uns das gleich nochmal komplett, die Hardware uns antun. Und dann halte ich es auch näher ran und dann gucken wir uns das alles mal ganz genau an. Unboxing soll ja nur ein kleiner Vorgeschmack sein und zeigen, was da drin ist. Das wissen wir jetzt. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Achso, wartet mal. So, dann würde ich hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.